Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ihr seid bei dem E-Mobilist gelandet. Mein Name ist Ralf und bei mir geht es um Elektromobilität der besonderen Art. Und genau das haben wir heute hier wieder mit dem Programm. Ein ganz besonderes Lasten-E-Bike, was daran besonders ist, nämlich dass es besonders günstig ist und besonders cool ist. Und dass wir hier genauso diesen Sweet Spot gefunden haben, erkläre ich euch gleich in diesem Video. Viel Spaß dabei. Los geht's. Go, 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 go. Ja, zuerst schauen wir uns mal die Komponenten an, dann machen wir eine kleine Probefahrt, dann gibt es die Pros und Kontras und zum Schluss gibt es natürlich noch ein Fazit, wie immer. Ja, also das Besondere an Lastenrädern generell ist ja, dass ein E-Lastenrad tatsächlich ein Auto ersetzen kann. Das ist im Vergleich zu dem normalen E-Bike wirklich was ganz Besonderes, denn ein E-Bike ist eigentlich eher so ein bisschen dafür gedacht, dass die Leute vielleicht nicht ganz so stark treten müssen, aber ihr könnt nicht wirklich ein Auto damit ersetzen, denn meistens braucht ihr für einen größeren Einkauf doch noch ein Auto. Hier passt allerdings vorne schon mal 150 Kilogramm an Zuladung in die Box mit rein. Das maximale Gesamtgewicht liegt bei 220 Kilogramm. Dementsprechend kann das hier tatsächlich ein Auto ersetzen, denn ihr könnt hiermit einen Großeinkauf machen. Was haben wir denn für verschiedene Lastenräder? Also generell kann man einfach mal unterscheiden in einspurige Lastenräder und zweispurige Lastenräder. Zweispurige Lastenräder bestehen meistens aus drei Rädern. Die haben vorne hier zum Beispiel zwei Räder und hinten ein Rad. Der Vorteil an den zweispurigen Lastenrädern ist, dass ihr nicht kippen könnt. Bei einem einspurigen Lastenrad habt ihr natürlich eher so das Fahrverhalten wie bei einem ganz normalen Fahrrad. Dafür ist es allerdings schon so, dass ihr einfach umkippen könnt, denn hier seid ihr stabil unterwegs. Das sind kippsichere Fahrräder, das kann hier nicht passieren. Und das Besondere an dem hier ist auch noch, ihr seht es jetzt gleich schon, dass der Lenkmechanismus hier so ist, dass nicht der ganze Kasten sich bewegt, sondern wirklich nur die Vorderräder. Und das macht natürlich das Fahrverhalten so, dass ihr im Prinzip hier doch eher so wie auf einem ganz normalen Fahrrad unterwegs seid. Im Vergleich zu diesen Babu-Fahrrädern oder Christiania-Fahrrädern, wo sich der ganze Kasten mitbewegt, da habt ihr das Problem, dass wenn ihr dann lenkt, dass ihr eigentlich vollkommen aus dem Lenkbereich rauslenken müsst. Das heißt, ihr müsst euch wirklich zur Seite lehnen, um eine engere Kurve zu machen. Das müsst ihr hier nicht. Hier ist es also wirklich, das Lenkrad bleibt an der Stelle, wo es ist. Und das ist der riesengroße Vorteil. Das heißt, vom Fahrverhalten schon sehr ähnlich zu einem ganz normalen Fahrrad. Von der Zuladung wirklich schon fast so wie ein Auto. Und das ist der ganz große Vorteil an dieser Stelle hier noch. Jetzt kommen wir noch mal ganz kurz zu dem ganz Besonderen an diesem Matz. Warum habe ich das Matz denn rausgesucht als ein Lastenrad, was für mich und meine Frau und meine Familie genau das Richtige sein könnte? Naja, also meine Frau, die hätte ganz gerne ein Lastenrad, mit dem sie tatsächlich nicht umkippen kann, was also wirklich kippstabil ist. Der Vorteil ist ja auch noch, ihr könnt euch hier draufsetzen, ihr habt hier eine Handbremse mit dran. Und wenn ihr an der Ampel steht, dann müsst ihr ja nicht mal mehr absteigen oder ihr müsst nicht mal einen Fuß runtersetzen, sondern ihr sitzt ja einfach kippstabil mit drauf. Das ist schon mal die erste Voraussetzung gewesen. Gleichzeitig sollte es nicht allzu teuer sein. Das haben wir hier auch noch mit 3.500 Euro. Seid ihr hier im Vergleich zu den anderen Lastenrädern tatsächlich ziemlich günstig unterwegs. Und ihr seid hier allerdings auch noch ein bisschen komfortabler unterwegs. Ihr seid zwar nicht voll gefedert, ihr habt hier aber richtig coole Fettbike-Tires drauf. Also fette Reifen. Und das gibt einfach nochmal so ein bisschen Dämpfung vorne und hinten. Gesamt seid ihr hier gedämpfter unterwegs, als wenn ihr ein Fahrrad habt mit normalen Reifen. Und bei einem Lastenrad spielt das Zusatzgewicht, was jetzt vielleicht so ein dickerer Reifen bringen würde, gar keine Rolle, weil das ganze Lastenrad wiegt natürlich sowieso schon relativ viel. Und das macht da auch nichts aus, denn ihr habt hier hinten auch noch einen richtig starken Barfangmotor mit drin. Dann haben wir hier einen 504 Wattstunden großen Akku mit drin. Der bringt euch eine Reichweite von 40 bis 80 Kilometer. Kommt natürlich immer auf das Zusatzgewicht, auf die Unterstützungsstufe und auf das Fahrverhalten drauf an. Dann kommt es natürlich auch noch drauf an, ob ihr jetzt mit Dach fahren wollt. Das ist natürlich jetzt gerade, wenn es regnet oder sowas, könnt ihr es komplett zumachen. Oder wenn die Sonne scheint, dann habt ihr eben noch einen Sonnenschutz für die Kinder. Ihr könnt aber auch das Dach wegmachen und wirklich als Cabrio unterwegs sein. Das ist natürlich auch nochmal besonders cool und macht richtig viel Spaß.
dann ist vielleicht die Reichweite auch noch mal ein bisschen anders. Generell muss ich sagen, es ist einfach ein designstarkes Fahrrad. Also vom Design hier seht ihr ja selber, das ist schon cool. Jetzt im Vergleich zu den ganzen anderen Lastenrädern finde ich schon, dass wir hier ziemlich stylisch unterwegs sind. Das spielt natürlich wirklich eine große Rolle. Schaut mal auf die Homepage von Matz. Hier steht sie auch auf der Seite drauf. matzev.com. Also dem Gründer, dem Root, ist es schon relativ wichtig, dass seine Produkte alle stylisch sind, dass sie gut aussehen, dass sie schön sind. Und das sieht man auch in den Details hier. Also wir haben hier Schutzbleche aus Metall, die passen natürlich perfekt zu den fetten Reifen. Dann ist alles in so einem matten Schwarz gehalten. Auch die Pedale sind also wirklich sehr wertig. Dann der Akku ist schön draufgesetzt, natürlich nicht integriert, aber sieht trotzdem irgendwie stylisch aus, als in dem gleichen Schwarzton kommt wie der Rest vom Fahrrad. Dann habt ihr hier vorne den Aufbau mit drauf. Hier noch zwei Lampen, die sind allerdings nicht akkugespeist. Da könnt ihr einfach hier drauf drücken, dann gehen die an. Ihr seid also schon STVZO-konform unterwegs. Allerdings müsst ihr da irgendwann mal die Batterie austauschen. Hier, wie gesagt, das Dach. Die Tür lässt sich leicht öffnen, das kann sogar auch ein Kind machen. Und dann innen drin sind hier jetzt in dem Modell, haben wir jetzt mal zwei Gurte mit drin. Das lässt sich allerdings erweitern auf bis zu 4 Sitzplätze für 4 Kinder. Schaut gerne mal auf die Webseite noch. Da gibt es noch einiges an anderen Zubehörprodukten, die ihr hier für das Lastenrad dazu nehmen könnt. Ja, dann kommen wir an dieser Stelle noch mal ganz kurz zu den Spezifikationen von dem Bike hier in der Zusammenfassung. Also ihr habt eine 14 Ampere-Stunden Akku, 504 Wattstunden sind es, Reichweite von 40 bis 80 Kilometer. Ihr habt hinten eine Acera 8-Gang-Kettenschaltung. Damit kommt man tatsächlich so gut wie jeden Berg hoch. Wir haben es gerade mal hier an dem Berg probiert, hat wunderbar funktioniert. Selbst bei engen Kurven kommt ihr noch gut vorbei. Und hier vorne ist eben auch noch dann bei der hydraulischen Scheibenbremse, ihr seht, das bremst hier mit der Handbremse. Das könnt ihr sozusagen arretieren und dann ist das Fahrrad einfach nochmal fixiert, damit es gegen Wegrollen gesichert ist. Der Sattel ist von Selle Royal, sehr bequem, wie ich finde, hier mit einem Schnellverschluss noch mit dran. So, jetzt brauchen wir natürlich erstmal noch eine Probefahrt und schauen mal, wie familientauglich das Matz Lastenrad denn wirklich ist. Dann kommen wir noch zu den Pros und Kontras von diesem Bike. Bei jedem Fahrrad ist was Positives und was Negatives mit dabei. Hier ist auf jeden Fall für mich schon mal positiv. Also Nummer 1, der Preis. Es ist relativ günstig. Mit 3.450 Euro sind wir wirklich preiswert unterwegs. Vergleicht das mal mit anderen Fahrrädern in der Klasse. Da seid ihr hier wirklich günstig unterwegs. Pro Nummer 2 ist für mich einfach der Coolness-Faktor. Das ist wirklich ein Fahrrad hier, was sehr stylisch aussieht, wirklich designtechnisch echt hochklassig ist, gefällt mir ganz gut und durch die fetten Reifen habt ihr im Prinzip auch noch ein bisschen Komfort, ein bisschen zusätzlichen Komfort, schon fast wie bei einem vollgefederten Fahrrad, weil da einfach schon durch den Reifen ein gewisser Federweg mit dabei ist. Und Pro Nummer 3, das unabhängige Lenkverfahren hier, also dadurch, dass einfach der Kasten stabil bleibt, das Fahrrad im Prinzip in einer Linie bleibt, ist es vom Lenken her noch mal wesentlich angenehmer als die Christiania Bikes, wo im Endeffekt der ganze Kasten sich mitlenken lässt. Und das ist vom Fahrverhalten schon noch mal ein bisschen sehr gewöhnungsbedürftig. Da seid ihr hier im Prinzip schon fast wie bei einem ganz normalen Fahrrad unterwegs, mit dem einzigen Unterschied, dass ihr nicht umkippen könnt. Und das ist ja genau das, was auch viele wollen. Ja, natürlich gibt es auch negative Punkte hier an dem Bike. Also generell würde ich mal sagen, dass es zu breit ist, dass es 1,04 Meter breit ist, ist schon kritisch. Das ist für mich tatsächlich ein Punkt, wo ich sage, ja, das hat mich ein bisschen eingeschränkt in der Position, wo ich das Fahrrad parken kann. Ganz gerne hätte ich es eigentlich im Keller geparkt, geht nicht, weil die Türen einfach zu eng sind, da passe ich damit nicht durch. 1,04 Meter Breite ist wirklich sehr breit, hat natürlich den Vorteil, dass ihr dadurch nicht umkippen könnt. Also im Prinzip ist es sehr, sehr schwierig, noch umzukippen. Das geht mit anderen Lastenrädern schon, wenn sie kein Neigesystem haben. Aber hier durch die Breite seid ihr wirklich tatsächlich sehr stabil unterwegs. Aber ihr passt halt nicht durch eine Kellertür durch.
Ja, muss man wissen, macht aber jetzt so beim täglichen Gebrauch nichts aus, wenn man weiß, wo man es abstellt. Das mit den Gurten hier hinter mir, die Gurte sind jetzt für meinen Sohn, der ist so ein bisschen älter als 2 Jahre alt, ist es ein bisschen zu breit. Irgendwie haben wir das Gefühl, die rutschen immer wieder runter. Das ist vielleicht so eine kleine Feintuning-Sache. Da müssen wir noch irgendwie uns überlegen, wie man das hinkriegt, dass die Gurte wirklich gut sitzen. Das ist vielleicht so ein kleiner Punkt, da kann man auch noch feintunen. Man kann das aber auch irgendwie lösen. Und ich würde mal sagen, wenn die Kinder ein bisschen größer sind, dann ist es wahrscheinlich kein Problem mehr. Für 2-Jährige ist es vielleicht noch so ein bisschen ein Problem. Ja, dann kommen wir noch zu einem Fazit. Also Fazit für mich, ein E-Lastenrad hat den riesengroßen Vorteil, dass es eben ein Auto ersetzen kann. Und das habe ich schon gemerkt. Also ich bin neulich zum Baumarkt gefahren, habe mir einen kleinen Baum gekauft. Der ging so weit hier raus, das hätte ich mit meinem Auto eigentlich so gar nicht erledigen können, weil da hätte ich den Baum legen müssen, dann wäre die ganze Erde rausgefallen. Da ist ein Lastenrad tatsächlich sinnvoller und besser. Und im Endeffekt habt ihr hiermit auch kein Problem, einen Parkplatz zu finden. Und ihr seid auch noch CO2-neutral unterwegs. Das heißt also, ihr tut was für die Umwelt, ihr tut was für eure Gesundheit, weil ein bisschen bewegen tut ihr euch ja auch noch. Dementsprechend muss ich sagen, ein E-Lastenrad ist schon eine sehr, sehr gute Lösung. Generell finde ich es toll. Punkt Nummer 2 Fazit, also einfach diese Konstruktion mit dem unabhängigen Lenksystem und gleichzeitig noch die Kombination mit den Fatbike-Reifen, die finde ich gut, weil ihr dadurch einfach noch mal ein bisschen komfortabler unterwegs seid, aber es trotzdem noch in dieser Preiskategorie ziemlich weit unten angesiedelt ist und das finde ich einfach eine tolle Kombination und es sieht auch noch stylisch aus. So, an dieser Stelle nochmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr seid bei dem E-Mobilisten gelandet. Bei mir geht es um Elektromobilität der besonderen Art. Wenn euch das interessiert, dann drückt da unten noch auf den Subscribe-Button abonnieren, dann verpasst ihr keine Updates und dann sage ich Servus, bis zum nächsten Mal. Ciao.